Hallo ihr Lieben! In diesem Video wollen wir euch zeigen, wie wir unser Bett in den Milo gebaut haben. Zuerst haben wir ein paar Gewindenietmuttern in die Holme von unserem Milo gepresst mit einer Nietmutternzange. Die presst dann so ein kleines Stück Metall, das seht ihr hier auch gleich nochmal, wo ein Gewinde sich darin befindet, in die Löcher, die von der Verkleidung, die da vorher eh schon drin war, hinein. Und dann kann man da halt einfach Schrauben reindrehen, beziehungsweise eben eine Bettkonstruktion befestigen. Das sieht dann so aus. Das haben wir links und rechts auf 1,20 Meter gemacht. Das waren dann pro Seite 4 Muttern, die wir da reingepresst haben. Dann haben wir 2 Bretter auf Länge von 1,20, so breit wie unser Bett sein soll, vorgebohrt und dieses dann mit M4-Schrauben in diesen Gewindenietmuttern festgeschraubt. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Dazwischen wollten wir dann 3 Querverstrebungen haben. Die haben ungefähr eine Länge von so 1,75. Das passt für uns ganz gut, weil wir beide eben nicht so groß sind. Ansonsten hätten wir das Bett halt längs machen müssen, aber so sparen wir dann einiges an Platz. Die haben wir einfach von oben dann reingeschraubt. Dann haben wir auch den Lattenrost quasi selbst gebaut. Dafür haben wir einfach 15 Latten auf die Breite zugeschnitten, die wir gebraucht haben. Die dann natürlich immer schön abgeschliffen. Und dann haben wir den Abstand ausgerechnet, den diese 15 Latten auf dieser Länge haben müssen und die dann einfach da festgeschraubt. So, und gleich seht ihr auch nochmal, wie wir da das erste Mal gelegen haben und wie so das Gefühl war, weil wir uns nicht so ganz sicher waren, ob uns das überhaupt hält, dieses Bett. Wir liegen gerade das erste Mal in dem Bett mit unseren Couchpolstern und lauschen dem Regen, der auf die dichten Dachfenster tropft, und das Bett hält uns aus. Wir sind begeistert. Es ist noch nicht zusammengekracht. Nein, es ist noch nicht zusammengekracht. Wir haben bis eben tatsächlich noch nicht so genau gewusst, ob uns das wirklich aushält. Aber es liegt sich hier echt gut und wir können ausgestreckt liegen. Nein, nix knack. Aber wir bauen wahrscheinlich einfach noch in der Mitte so ein paar Stützen, einfach fürs Gefühl. Aber wir haben ein Bett gebaut, was uns trägt. Das haben wir vorher noch nie. Wir haben noch nie ein Möbelstück gebaut, oder? Ja. Also wir sind ziemlich gut. Nur von Ikea aufgebaut. Das war übrigens gerade geschwindelt. Wir haben ja schon mal ein Palettensofa gebaut, immerhin. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.